Hallo und herzlich willkommen zu diesem Apartment-Renovierungsvideo. Diesmal wieder ein Apartment für die Buchholzkinder und zwar diesmal für Tinky Winky, Miffy und Dipsy. Das ist das zweite Apartment, das wir jetzt für die 100 Baby Challenge bauen und zwar für die Kinder, die dann ausziehen, die erwachsen geworden sind, weil das ist jetzt das zweite Mal, dass wir Kinder ausziehen lassen, also die zweite Gruppe an Kindern, sage ich jetzt mal, die aufgewachsen ist und groß geworden ist und noch hänge ich so sehr an den Kleinen, dass ich denen dann ein Apartment bauen will. Mal schauen, wie lange das anhält, bevor ich die Kinder, die groß werden, einfach nur noch aus dem Haus rausschmeiße. Naja, jedenfalls, diese Sims haben das Glück, dass sie noch ein Apartment gebaut bekommen haben. Und zwar ist dieses Apartment direkt neben dem Apartment ihrer Geschwister, also Pippi, Lala und Po wohnen direkt nebenan. Dieses Apartment ist insgesamt eine ganze Ecke kleiner. Hat auch viele Dinge nicht, die in dem anderen Apartment dabei sind. Aber erstens, obwohl hier auch drei Buchholzkinder hinausziehen werden, haben ja von denen hier bis jetzt keiner einen Partner. Also das sind alle Singles. Und zumindest ziehen die Partner, auch wenn wir vielleicht noch welche finden, bis sie ausziehen, nicht mit ihnen hier ein. Also sind es trotzdem nur halb so viele Sims, die hier wohnen. Und ich dachte mir, weil sie ja direkt nebeneinander wohnen. Sie wohnen ja wirklich Tür an Tür. Da dürften Tinky Winky, Dipsy und Miffy bestimmt auch mal in das Haus der anderen Kinder oder in die Wohnung der anderen Kinder. Und dadurch wird halt auch so ein bisschen der kleinere Platz ausgeglichen. Nichtsdestotrotz finde ich, für drei Sims ist es eigentlich ein Apartment mit recht angemessener Größe. Also es ist kleiner als das andere, aber es ist kein irgendwie winziges zusammengequetschtes Apartment. Also es ist wirklich, würde ich sagen, genug Platz für alle da. Und hier richten wir gerade so das Wohnzimmer ein. Es ist insgesamt größtenteils recht offen gestaltet, also das Wohnzimmer, die Küche, der Esswohnbereich, das ist alles ziemlich offen gehalten, halt die einzelnen Schlafzimmer sind natürlich separat, das Badezimmer ist separat. Es wirkt allerdings ein bisschen weniger offen als im anderen Apartment, eben einmal dadurch, dass es kleiner ist und auch andererseits dadurch, dass es ein bisschen verwinkelter ist und ich finde, es ist ein sehr süßes kleines Apartment. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Apartment, das als erste WG, in die man auszieht, viel realistischer ist als das Apartment von Lala, Po und Pippi. Das war ja schon ziemlich groß für eine erste Wohnung. Ich meine, sie wohnen zu sechs da drin, das darf man auch nicht vergessen, aber es ist trotzdem eher groß. Und hier das Apartment war dann ein bisschen realistischer, wobei Sims realistisch. Also wenn eure erste WG, wenn ihr das erste Mal von zu Hause auszieht, so aussieht, dann herzlichen Glückwunsch. Ich bin sehr neidisch. Also so, ja, Sims realistisch, sagen wir so. Und aber auch hier alle drei Kinder, wenn sie ausziehen, werden voll berufstätig sein. Also ja, die werden das schon irgendwie hinkriegen. Und da wollte ich jetzt erst die Küche da in die Ecke machen. Das hat aber irgendwie nicht ganz so geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Also auch, ich hatte überlegt, so diese Eckcouch aus Gaumenfreuden als eben Couch, wo dann ein Tisch dran kommt, also als Esstischgelegenheit, da in diese Nische zu stellen. Aber mit drei Sims ist es dann schon eher wenig Platz, wenn man dann überlegt, dass vielleicht auch mal Besuch vorbeikommt und vielleicht mal alle gleichzeitig essen wollen. Und da ging das nicht so gut. Und dann haben wir die Küche hierüber gebaut und dann ging es direkt alles ein bisschen einfacher, wobei ich hier dann auch noch recht lange probiere, irgendwie wie ich das denn machen will und wie das alles passt. Aber ja, am Ende finde ich dann was meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Ich weiß teilweise, wenn ich das jetzt hier angucke, gar nicht mehr so 100% genau, was ich da gemacht habe, weil ich das Apartment schon vor einer ganzen Weile gebaut habe, weil ich versuche so viel wie möglich, bevor die Uni für mich wieder losgeht, vorzuproduzieren. Und deshalb gucke ich das hier gerade. Das sind auch noch so ein paar Sachen, Überraschung, aber okay. Und was mir hier ganz gut gefällt, wir haben hier den Kühlschrank in so eine Nische reingebaut und da kommt dann auch noch so ein kleinerer
Küchenschrank drüber. Und das war eine Idee, die ich aus dem Apartment geklaut hatte. Da seht ihr es. Aus dem Apartment geklaut hatte, das vorher hier in diesem, ja, auf diesem Apartmentgrundstück drauf ist. Und zwar ist da am Anfang ein orientalisch-indisches, quietschbuntes Apartment drin. Also hier, wenn man das Spiel neu startet und das Apartment, was hier ursprünglich drin ist, das ist sehr, sehr farbenfroh, sehr, sehr bunt. Und ja, die hatten das mit dem Kühlschrank auch so gemacht. Und ich dachte mir, oh, für so ein kleines Apartment, das macht irgendwie Sinn. Und ja, dann haben wir hier die Klappstühle benutzt. Also auch hier erste Wohnung, vielleicht Sachen, die Leute einfach entbehren konnten, weil sich zu Hause mitgenommen und so damit eingerichtet, so wie es eigentlich auch realistisch ist. Und ich finde trotzdem, dass es relativ gestylt ist. Ich meine, die Klappstühle passen zu der Wand im Wohnzimmer und sind ein bisschen komplementär zu der Wand hier im Esszimmer. Vielleicht haben sie die Klappstühle auch vorher gestrichen noch, das weiß man nicht. Und ja, hier eine kleine Küche so an der Seite dran. Also vom Kochen her wirklich nichts Besonderes, aber es sollte gehen. Und hier in die Ecke kommt dann noch, weil wir ja kein Büro haben in irgendeiner Form. Ja, ich wollte ja erst gucken, ob ich so ein, ich nenne es immer Wasserpfeife, aber nach Sims heißt es natürlich irgendwie, ich weiß nicht, Blasenmaschine oder so. Aber wenn man mal ehrlich ist, ich finde, es sieht aus wie, naja, okay, wollte ich erst hier hinmachen, aber dann dachte ich mir so, also wir brauchen irgendwo Schreibtische in den Schlafzimmern ist es vielleicht eher knapp dafür, weil die Schlafzimmer, damit sie gleich groß waren oder ungefähr gleich groß waren, tendenziell eher klein sind. Und da kommt da so eine kleine Arbeitseinheit hin. Hier haben wir das Zimmer von Miffy. Und zwar dachte ich mir, wenn Miffy auszieht, würde sie wahrscheinlich Sportlerin werden, weil sie als Lebenswunsch hat, dass sie Bodybuilderin werden will. Und sie ist außerdem tanzwütig, also auch da sehr aktiv. Und damit sie das auch in der Großstadt gut machen kann, ich meine, in Newcrest kann man die ganze Zeit draußen joggen, aber in der Großstadt ist es vielleicht für Miffy schwieriger, deswegen bekommt sie ein Laufband, was ja schon echt gut ist für eine erste eigene Wohnung, ein Laufband zu haben. Es ist eigentlich generell für eine Wohnung ziemlich gut, wenn man ein Laufband hat. Naja, und ich habe ihr dieses, das ist eins der billigeren Betten, also wenn man Sims spielt, bekommen die auch irgendwie negativen Moodlets, weil das Bett ihnen unbequem ist. Ich finde das so schade, dass diese Betten alle diese Moodlets haben, weil ich finde es ziemlich schön von den Farboptionen, die man hat. Es ist sehr schlicht, es ist sehr modern. Oder nicht sehr modern, es ist tendenziell modern. Und ja, ich fand, es passte zu Miffy und dann schläft Miffy eben unbequem. Und ich wünschte, es gäbe von den Betten vielleicht eine billigere, eine mittlere und eine teurere Version. Also, wie man es ja auch im echten Leben hätte, einfach, dass man dann eine bessere Matratze kauft oder so. Also, dass man auch hier dann bequem schlafen könnte, das wäre besser, wenn es das gäbe. Also, ich weiß, dass es das mit Custom Content gibt, aber es wäre schön, wenn es das auch im regulären Sims-Spiel gäbe. Und ja, hier an die Wand hinter die Laufmaschine, nein, Laufband, so, Laufband, kommen ganz viele Poster, die ich sonst eigentlich eher in Kinderzimmern verwende, also von Sportlern und irgendwie Plakate von vielleicht irgendwie Sportevents, man weiß es nicht, und auch dieses Shirt, was eingerahmt ist, was so ein bisschen aussieht, als hätte da vielleicht jemand drauf unterschrieben, also vielleicht hat man da ein Autogramm drauf. Und ja, es ist von der Größe vom Zimmer her gerade so, dass wir die Sachen da alle reinbekommen. Ich fand dieses Blumenbild, diese drei Bilderrahmen, die wir eben kurz gesehen haben, hat gut zu dem Zimmer gepasst. Aber so über dem Bett, wie ich das erst hatte, sah es zu gewollt alles aneinander angepasst auf. Und deswegen habe ich die da an den Boden gelehnt, damit es so aussieht, ja, die Bilder habe ich gefunden, die passen zu meinen Möbeln, aber ich habe im Moment keinen Platz, die aufzuhängen. Und deshalb habe ich die da hinter dem Bett mal verstaut, bis ich vielleicht irgendwann mal mehr Platz habe und dann hänge ich die richtig auf oder so. Das war der Gedanke dahinter. Und Miffy bekommt außerdem noch eine Stereoanlage, weil sie ja tanzwütig ist, wobei ich bezweifle, dass jetzt in dem Zimmer genug Platz ist, dass sie tanzen kann. Na, man könnte es ausprobieren. Naja, je nachdem. Und hier sind wir jetzt schon in Tinky Winkys Schlafzimmer. Da habe ich drauf geachtet, dass ich hier auch ein paar Elemente von Violett mit einbringe. Also es sollte halt schon ein
Tinky Winky farbtreues Zimmer werden. Ich wollte allerdings nicht, dass es zu feminin wird. Also ich wollte halt trotzdem, dass es einfach zu Tinky Winky selbst passt. Also da haben wir Lila zum Beispiel auch über das Buch, was da auf dem Nachtschrank liegt, eingebracht. Und hier suchen wir gerade einen Schrank und ich habe mal wieder das Problem, dass das Holz nicht zum anderen Holz passt. Ich weiß, ich sage das inzwischen in fast jedem Video, aber es ist auch bei fast jedem Bau, den ich baue, ein Problem. Ja. Und Tinky Winkys Zimmer ist in vieler Hinsicht schlichter und irgendwie geradliniger als Miffys Zimmer. Ich glaube auch, dass Tinky Winky jetzt jemand wäre, der sich nicht wirklich groß um, ja, Dekoration kümmert erstmal, sondern erstmal möchte, dass alles sauber und aufgeräumt ist. Er hat ja den Wunsch, Herrenhausbaron zu werden, glaube ich. Also er möchte ja reich werden und irgendwie ein super tolles Haus haben und ist, glaube ich, auch materialistisch. Aber ich glaube, es ist für ihn irgendwie hier im Moment, diese Wohnung ist für ihn nur so ein Sprungbrett, so dass er dann Karriere machen kann und richtig viel Geld verdienen kann und dass er sich sozusagen mit seinem kleinen Zimmerchen da gar nicht so viel Mühe gibt, da wirklich was zu machen, weil er ohnehin größere Pläne hat. Und hier kommt jetzt das Zimmer von Dipsy. Ich habe das Apartment gebaut zu einer Zeit, wo ich noch nicht wusste, dass wir Dipsy zum Vampir machen würden. Deshalb kein Sarg, sondern ein normales Bett. Wobei ihr mir inzwischen auch in die Kommentare geschrieben habt, dass man als Vampir nicht zwingend einen Sarg braucht. Also von daher sollte das trotzdem gut gehen. Was Schönes. Ich habe mir beim Bauen so überlegt, weil so ich so nachgedacht habe, was kann Dipsy eigentlich gut? Was für eine Karriere könnte er einschlagen? Und ich fände es ganz interessant, wenn Dipsy die vielleicht in die Politikkarriere ginge. Also vielleicht ein junger politischer Aktivist würde und für seine Sache eintritt. Also, weil Dipsy ja so ein kommunikativer und fröhlicher Sim ist und gleichzeitig auch gut ist, dachte ich, vielleicht, ist das so sein Ziel, irgendwas in der Welt zu erreichen. Jetzt, wo er Vampir ist, hat er vielleicht vor, mit den Negativstereotypen über Vampire aufzuräumen und möchte deshalb in die Politik. Vielleicht hat er sowas Ähnliches vor wie Hermines Aktion für die Hauselfenrechte, nur eben für Vampirrechte. Das könnte ich mir vorstellen und deswegen hat er hier auch jede Menge Kisten, wo vielleicht irgendwie Zeitungen drin sind und ein Megafon und alles, was man so braucht als junger Dipsy, der in die Politik gehen will. Und ja, außerdem halt Bücherregale. Es könnte auch ein Studentenzimmer sein, wenn ich so drüber nachdenke, mit dem Bücherregal, diesem alten Sessel und dem Megafon und so. Also so hat auch sehr was von Sims 3 Studentenleben. Und ich glaube, es wäre ein Zimmer, was Dipsy gut gefällt. Es ist ja auch viel Grün dabei und es ist auch ein bisschen schräg. Ich meine, Dipsy war ja auch schon immer ein schräger Sims, aber seit neuestem noch mehr als sonst. Und ich frage mich gerade, ob das so geworden ist, weil ich wusste, wie sein Zimmer später aussieht, dass das so ein bisschen mehr zielorientiert war. Vielleicht. jetzt wo ich drüber nachdenke, das könnte so gewesen sein. Hier kommt jetzt noch die Arbeitsecke, von der ich eben mal geredet habe. Also wir haben zwei Computer hier, einen, hier habe ich geguckt, ob ich das mit den Theken so ein bisschen zu einem Ding zusammen einfassen kann, aber das sah, nein, nein, sowas muss nicht sein. Wir haben hier zwei Computer, einen relativ modernen und einen ziemlich altmodischen Computer, weil das auch, finde ich, realistisch ist. Also häufig, also ich habe gemerkt, dass ich häufig, wenn ich Arbeitszimmer baue oder auch einfach eine Arbeitsecken für die Sims und da sind mehrere Computer, ich meistens immer denselben Computer mehrfach nehme. Aber häufig ist es ja so, man kauft sich einen Computer, der ist dann irgendwann zu alt, dann kauft man sich einen neueren Computer und der alte ist aber nicht kaputt und man benutzt den immer noch irgendwie für andere Sachen, gerade wenn man vielleicht mit mehreren Leuten den Computer benutzt. Und deshalb gibt es einen alten und einen neueren Computer. Und hier auch diese Lampe sollte auch so aussehen, als wäre die vielleicht auf dem Flohmarkt mitgenommen oder, keine Ahnung, bei Oma und Opa noch aus der Garage, weil die nicht mehr brauchen. So sollte das halt aussehen. Und hier haben wir noch ein paar Poster aufgehangen aus, ich glaube, das ist dieses
coole Küchenaccessoire-Pack, heißt es so. Ich bin furchtbar mit den Namen der Packs, aber ja, jedenfalls dieses Ding, wo die Eismaschine und die Popcornmaschine mitkamen. Da kamen ja einige sehr coole Poster mit und die haben wir da aufgehangen. Und sonst noch so ein bisschen dekoratives Gerümpel hier und da. Ja, dass es so aussieht, als würden hier auch Sims tagtäglich leben und werken und arbeiten. Und ja, ich finde es irgendwie schön als Idee, dass jetzt alle Tabby-Kinder in einem Haus in der Nähe voneinander wohnen. Und ja, können die sich vielleicht am Anfang auch noch so ein bisschen zur Hand gehen, wenn sie noch nicht so lange da wohnen und das alles noch nicht so kennen. Und ich mag das Apartment auf jeden Fall, weil es sehr farbenfroh ist. Wir haben hier in dem Hauptraum eigentlich keine Farben von einem spezifischen Teletubby oder einem spezifischen Sim verwendet. Also Miffy war ja auch eher grün, Dipsy war eher grün, Tinky Winky eben violett und Lala und Po halt rot und gelb. Einfach damit kein Sim sozusagen den Wohnbereich komplett für sich beansprucht hat. Hier an die Wand, wo wir gerade versuchen, was zuzufinden, also da sind in den Screenshots ist ein Foto von Tinky Winky und Miffy an der Wand und in den Screenshots steht auch schon Norbert, Hausfrosch Norbert auf dem Kaffeetisch. Hier das Badezimmer mag ich sehr gerne. Also normalerweise sehen meine Badezimmer ja immer gleich aus. Und hier habe ich mir mal Mühe gegeben, was anderes zu machen. Und ich finde, es ist ein Badezimmer, was recht realistisch ist für eine WG. Also ich finde, irgendwie so könnte ein WG-Badezimmer aussehen. Ne? Also so mit Wäschekorb und Wäsche, die noch so oben drauf steht. Und es ist wahrscheinlich jemand seit 2 Wochen nicht hinbekommt, mit in sein Zimmer zu nehmen oder so, seine Wäsche, die da oben drauf steht. Und ja, ich fand's ganz cool. Und ja, ich glaube, wir sind auch bald fertig. Vielleicht noch irgendwie so Kleinigkeiten, die dazukommen. Oder genau, hier auf den Kaffeetisch kommt, glaube ich, noch irgendwas. Und dann kommt später noch Norbert daneben. Und ja, dann ist das ein schönes, schönes Apartment für unsere Kinder. Hier, genau, da vorne steht Norbert. Hier ist das Wohnzimmer. Ihr könnt das Apartment auch, da ist übrigens Tinky Winky, ihr könnt das Apartment auch auf der Sims 4 Galerie runterladen, wie immer, unter dem Hashtag oder der Origin-ID AmimiXD. Wie immer bei den Apartments lösche ich euch die Wände, wo die Türen dahinter wären, sodass ich das als einen Raum speichern kann. Und da müsstet ihr halt da nur kurz die Wände noch nachziehen. Hier ist Miffys Zimmer, einmal so, dass man das Bett und die Wand dahinter sieht. Und hier sehen wir es dann nochmal so, dass wir das Laufband sehen, so. Und die Poster, die sie hat. Hier ist Tinky Winkys Zimmer mit den violetten Elementen, die mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Das hätte ich, glaube ich, sonst gar nicht so gemacht. Hier ist das Badezimmer, was sehr WG-mäßig aussieht, meiner Meinung nach, bis auf die sprechende Toilette vielleicht. Hier ist Dipsys Zimmer, das sehr studentisch aussieht, meiner Meinung nach. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!